Willkommen bei einem kurzen Zwischenruf von Ach gut Pogo, dem Bewegtbild der Achse des Guten. Es geht ja nicht nur uns so. Jahrzehntelang hat man sich weit weg von rechter Gesinnung gewähnt. Doch seit Regierungspolitik mit ideologischer Hochmoral legitimiert wird, sieht man sich plötzlich in die rechte Ecke gestellt. Dabei will man doch nur die Einhaltung geltenden Rechts sowie die Verwendung des gesunden Menschenverstandes anmahnen. Henrik M. Broder beispielsweise hält sich ja eigentlich für einen Linken. Wie lebt es sich da mit dem Etikett rechts zu sein? Also es gibt wirklich gar keine Unterscheidung mehr zwischen rechts, rechtsliberal, rechtsradikal, rechtsextremistisch. Ich habe mal mit einem ehemaligen Mitarbeiter des Berliner Bürgermeisters darüber eine Diskussion gehabt. Ein sehr netter, kluger, gepflegter, gebildeter Mann. Ach scheiße, ich sag's gleich, es war André Schmitz. Zuständig für die Kultur, glaube ich, unter Klaus Wowereit. Und Schmitz ist ein feiner Mann. Also wirklich so, ich bewundere Leute mit dieser Bildung, mit dieser Erfahrung. Kommt auch aus einem guten Hause, also konnte ich das auch alles leisten. Und er sagte dann plötzlich zu mir, Herr Broder, wir müssen gegen rechts kämpfen. Irgendwie in der naiven Annahme, bei mir läuft er damit offene Scheunentore ein. Wir müssen gegen rechts kämpfen. Und ich habe dann gesagt, Herr Schmitz, Sie meinen Rechtsradikal, Sie meinen Nazis. Nein, nein, sagt er, gegen rechts. Da siehst du, wie wahnsinnig das Ganze ist. Aber was dann rechts ist, bestimmen die. Und zum Beispiel dagegen zu sein, dass der Staat sich zu viel einmischt. Lieber einen Schritt zu weit, als einen Schritt zu wenig gehen in der Meinungsfreiheit. Das ist alles schon rechts. Oder zum Beispiel zu sagen, dass der Influx von über 1 Million Flüchtlingen aus völlig anderen Kulturen für das Land ist, das sie kommen, nicht von Vorteil ist, um es sehr freundlich zu formulieren. Dass das destabilisierend wird und irritierend und verwirrend, dass es zu viele in einer zu kurzen Zeit sind. Oder mein Hinweis, mit dem ich sehr gerne auftrete, bei 1 Million Chinesen hätten wir diese Probleme nicht gehabt. Es wird zum Beispiel ständig berichtet, nur in Klammern, in Parenthese, über das Maghreb-Viertel am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Du hast in Düsseldorf eine riesige japanische Community. Da gibt es ein Viertel, das sind japanische Lokale, Kneipen, alles Mögliche. Von denen hörst du aber nichts. Und ich bin absolut sicher, bei denen wird so wenig Deutsch gesprochen wie im Maghreb-Viertel. Vielleicht noch weniger, weil es für die noch schwieriger ist. Das heißt, wenn du darauf hinweist, dass bestimmte Kulturen mit unseren Kulturen, Ansichten nicht kompatibel sind, dann bist du schon rechts. Selbst mein tief humanitärer, ausgesprochen vernünftiger und, wie ich finde, sehr praktikabler Vorschlag, dafür zu sorgen, dass die Flüchtlinge, dass ihnen geholfen wird, ihr Leben zu retten, dass sie aber dort angesiedelt werden sollten, wo sie kulturell und historisch näher dran sind. Also in der arabischen Welt. Das gilt schon als rechts. Ja. Und ich weiß nicht, ich bin es leid, ich bin es müde, das ständig zu widerlegen oder zu rechtfertigen oder zu definieren. Ich finde das gruselig. Rechts ist einfach ein Ausschlusskriterium geworden. Völlig pauschal. Und ich meine, so schwer ist es nicht zu definieren, was Rechtsextremismus bedeutet, was er anrichtet. Wobei ich gar nicht weiß, ob die Nazis Rechtsextremisten waren. Also wir sagen Nazis, nicht wahr? Hallo, komplett formuliert hieß es Nationalsozialismus. Und wenn du nur Nazi sagst, entfällt der zweite Teil des Wortes. Also ich weiß nicht, vielleicht waren das gar keine Rechten. Aber nehmen wir an, sie waren welche. Wir wissen doch, wozu Leute dieser Haltung imstande sind. In Deutschland, in Italien, in Spanien, bei den Freiwilligen aus Lettland, bei den Freiwilligen von Flandern, also der flämischen Region. Wir wissen, was die können, was die von der Gleichheit des Menschen halten, was sie von der Menschenwürde halten. Und dann diesen Begriff auf Leute wie uns anzuwenden, das ist unfassbar. Völlig absurd. Und über diese Absurdität muss ich immer wieder aufs Neue staunen. Es ist ja nicht so, dass ich mich damit abgefunden hätte oder dass ich kann dir auch nicht sagen, woher es kommt. Es gibt eine ganz banale Erklärung, die ist so banal, dass sie schon fast peinlich ist. Die holen was nach, was die Großeltern unterlassen haben. Damals 33 haben vergessen, den Anfängen zu wehren und jetzt wird den Anfängen gewehrt. Und einer der Anfänger hört offenbar auf den Namen Broder. Wobei, ich finde so, Heilbroder klingt nicht, ne? Oder? Heilbroder, ich finde, es passt nicht. Vielleicht so, Heilbroder, nicht? Das wäre schon was anderes.
Das war der Zwischenruf von Ach gut Pogo. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Am besten, Sie abonnieren unseren YouTube-Kanal. Und Förderer sind uns natürlich jederzeit willkommen.